La da di la da da la da da. Singing in the shower. Oh Manu, halt's los! Alter, dieses Kurvenfahren mit der Gas ist so geil. Ila da 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 da. Dancing. La da di la da da la da da. Also ich bin das Motorrad noch nie zuvor gefahren und yo. So, servus Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Vielen Dank an den BMW-Händler, unten in der Beschreibung verlinkt. Sprich, wenn ihr aus der Umgebung Schorndorf kommt, Waiblingen, Winnenden, sonst wie, schaut doch gerne mal vorbei. Wir haben verschiedene Events, da könnt ihr euch auch echt gut über BMW-Motorräder informieren. Und naja, ohne so viel zu schwätzen, kommen wir direkt mal zum Video. Ich fahre hier die brandneue 1250er GS von BMW Probe. Wir haben hier echt ein geiles Motorrad da. Also ich möchte jetzt nichts Negatives und nichts Positives vorab sagen, sondern einfach mal kurz Motorrad vorstellen. Wir haben einen neuen Zweizylinder wassergekühlten Boxermotor mit diesmal 136 PS. Wurde ja in der Vergangenheit bemängelt, dass die GS ein bisschen schwach im Gegensatz zu der ganz großen Konkurrenz agiert, und es wurde jetzt durch diese BMW Shiftcam Technologie überbrückt und ihr habt jetzt ein richtig geiles sportliches Fahrverhalten, ne? Muss man so sagen. Also ihr habt die 136 PS, die drücken ordentlich, da muss man echt aufpassen, seinen Lappen nicht abgeben zu müssen, ne? Und die Maschine ist zudem einfach so geschmeidig. Wir fahren hier 50 im sechsten Gang, das ist ein Wahnsinn, ein mega agil durch den richtig niedrig liegenden Schwerpunkt, durch den flachen Boxermotor und so weiter und so fort. Ich möchte euch gar nicht so viel erzählen, sondern einfach mal anfangen, was wir denn hier Schönes haben. Wir haben hier ein elektronisches Fahrwerk. Wir können uns hier, wenn wir einmal auf den Knopf hier drücken, ups, jetzt habe ich aufs ABS gedrückt, das ist on. Wir wollen aufs Fahrwerk drücken, also einmal können wir oben drauf drücken fürs ABS und einmal unten fürs Fahrwerk beim selben Schalter. Und ja, drücken wir mal aufs Fahrwerk. Wir haben gerade Road drin, da mache ich mal Dynamic rein. Okay. Oh ja, die Traktionskontrolle oder Wheelie Control regelt mir gerade Wheelies weg. Hier rechts habt ihr den Mode-Knopf und wir sind gerade im Road-Modus. Also wir haben verschiedene Modi, Road, Dynamic und Rain. Und im Rain-Modus ist die Leistungsabgabe extrem mild abgestimmt, sprich ihr könnt relativ üppig am Gasgriff drehen und es passiert viel weniger als im Dynamic- oder Road-Modus, was ich extrem geil finde. Zudem ist halt die ganze Abstufung von Aggressivität, wie sehr die Traktionskontrolle eingreift und so, komplett umgestellt. Sprich, an sich eine mega Sache. Und wenn ihr seht, wenn man ganz normal durch die Gegend zuckelt, wie ich jetzt, hat man einen Durchschnittsverbrauch von 5,5 Litern. Das ist bei der MT jetzt gleichzustellen mit 4,5 Litern. Die schluckt also laut Bordcomputer gerade mal einen Liter mehr und ist trotz dem großen Hubraums, also ein ziemlich effizientes Motorrad. Okay, wir haben hier ja einen Quickshifter und einen Blipper verbaut, also testen wir mal einfach den Quickshifter, Gas. Ja, funktioniert. Blipper, Gas zu. Gänge runtersteppen, funktioniert noch geschmeidiger bei den geringen Drehzahlen. Das Problem bei einem Quickshifter, braucht Last und Drehzahl, um super zu funktionieren. Und sobald man den Last und Drehzahl gibt, das kann ich euch mal zeigen, funktioniert der einwandfrei. Also nichts Negatives, was ich jetzt sagen könnte. Ja. Das Windschild hier ist verstellbar. Da habt ihr so ein Drehrädchen wie bei der Super Adventure von KTM. Durchzug aus der Ortschaft raus ist auch ordentlich. Die Kurvenlage ist halt echt bemerkenswert. Ich würde niemals, niemals behaupten, dass dieses Motorrad über 200 Kilogramm wiegt. Durch den flachen Boxermotor fühlt sich das Motorrad einfach so viel wendiger an, als es wirklich ist. Also es ist tatsächlich wendiger, aber als es auf dem Papier zu sein scheint, meiner Meinung nach. Der Blipper macht halt den Rest. Man
Man schaltet einfach ohne Kupplung die Gänge runter. Oh ja, da hebt es mir das Vorderrad. Geil. Wohin will er denn? Alter, dieses Vollon, wenn man vom Gas geht, ist schon geil. Ja. Willst du dort irgendwo zu einer abgesperrten Strecke oder so? Ja, da hoch sind, oder? Okay, da wo du halt mal... Hä? War der abgesperrt? Nee, aber... Sackgasse. Echt? Ja, stand da ein Schild zumindest. Ja, gib einfach mal irgendwo, wo du halt mal... Ja. So geil, Manu. Ich würde den Wheelie-Control gern mal rausmachen, ne? Aber das ist leichter gesagt als getan. Mein Fahrzeug. Oh Mann, jetzt wird es schon kompliziert. Wie sollen das alte Leute verstehen? Alter, das ist schon ein Schiff, ey. Ja, aber macht mega Spaß, gell? Ich komme vor wie in einem Auto. Ja, ja. Oh, 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 oh.